Hallo und herzlich willkommen. Wir starten eine neue Runde hier mit unserem Magier-Deck. Es ist eine neue Saison und wir wollen natürlich auch wieder unseren schönen Rang ergattern. Und sind inzwischen, ich glaube, wir sind Rang 18. Also noch sehr, sehr am Anfang. Aber schauen wir mal, wie wir uns jetzt gegen unseren nächsten Gegner durchsetzen. Und das ist ein... Oh, Hundekacke. Einmal Jäger. Die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. Brauchen wir nicht. Könnten wir vielleicht brauchen, dass wir hier eine 1-2-Taktik spielen? Ja, schauen wir mal. Auch nicht schlecht. So, gucken wir aber erstmal. Finde ich eine total blöde Karte, weil man verliert zwei gute Karten oder zwei möglicherweise guten Karten. Also ihr seht, er hat jetzt nur noch 23 Karten auf dem Deck und ist damit Grüße. Wäre damit natürlich näher am Tod. Das Licht beschützt mich. Hallo. Und wir schauen mal, was er entsprechend spielt. Hyäne. Mast weg. Aber kriegen wir natürlich auch schön weg. Die macht einfach nur immer Ärger. Deswegen müssen wir sie absolut wegspielen. Und wir spielen noch zusätzlichen Mana-Wurm. So, Runde 3. Was macht er? Er spielt nur seine Heldenfähigkeit. Wird wahrscheinlich nichts weiter haben. Gut, sehr schön. Ich spiele ihn rein. Lass diesem Herzen sprechen. Und gehe mit dem Rest drauf. Er sollte jetzt aber noch irgendwas ausspielen. Wir sind zwei Runden vor einem Lass die Hunde raus. Und mit ja, vier nur Einsern ist das natürlich immer eklig. Aber er will offenbar ins Late Game kommen. Keine vierte Karte ausspielen, das würde ihn zu stark machen. Ich spare mir die, oder? Ich frage mich, ob... Ja, ich nutze ihn zum Kartenziehen. Einmal hier Karten ziehen. Zusätzlich machen wir hier noch ein bisschen Schild. Einfach nur als Hundesicherung. Also das hier ist jetzt wirklich nur reine Hundesicherung. Wir sind bereits in Runde 5, wenn er jetzt einen Geier spielt. Und dazu kann er seine Hunde spielen. Okay, schön. Er will das offenbar nicht da haben. Aber jetzt haben wir hier auch wieder ein bisschen Raum. Das ist schön. Ich spiele unseren... ich glaube, wir spielen einen Yeti. Ich überlege gerade noch. Unser Armtegolem, den kriegt man eigentlich auch recht unschön raus. Ihn lassen wir noch eine Karte ziehen. So. Und jetzt sind wir im Hundegefahrenbereich. Die Tore sind geöffnet. Nein, er spielt was Großes. Okay, das ist natürlich sehr schön. Hat jetzt nicht direkt eine Antwort, deswegen wir auch nicht. Deswegen spiele ich auch einen Großen. Wir hätten zwar mit, wenn wir alle spielen, hätten wir sie alle wegbekommen. Aber wir kriegen ihn auch jetzt hier schön weg. Macht uns nichts. Der ist ja eh nur dafür da, damit wir entsprechend die Karten wegbekommen.
Aber es sieht natürlich noch schön aus. Deswegen nehmen wir den mit rein. Einmal. Der hat ja auch immer noch schön Leben drauf. Dann spielen wir einmal hier. Und ein Feuerball. Sehr schön. Und spielen dahinter noch ein besseres. Huh. So, nächste Runde. Komm, wann kommt die Hunde? Nein, er spielt eine Hyäne. Ach, die hätte ich natürlich lieber kopiert. Die ist natürlich immer sehr, sehr schön. Und da bekommen wir auch schon die richtige Antwort dafür. Einmal. Einmal weghauen. Ja, weiß ich doch. Wen soll ich töten? So, haben wir noch irgendwas in kleinen? Nee, haben wir nicht. So, und wir haben Matchball. Sehe ich das richtig? Ein Lass die Hunde los. Ohne. So. Wir brauchen ja nur. Wir haben 6 Schaden, wir haben Beendigung. Gut gespielt. So, einmal hier weg. Einmal ihn weg. Dann einmal ihn noch buffen, damit er nicht weiß, oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt. Und zu guter Letzt noch den Feuerball drauf. So, also perfekt. Wir haben uns gegen die Hundekacke haben wir uns gewehrt. Sind kurz vor dem nächsten Rang 17. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Deck was bringt, gebt ein Like. Ansonsten dürft ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr noch an dem Deck entsprechend verbessern würdet. Oder welche Herangehensweise ihr jetzt im Midgame halt eben entsprechend spielen würdet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Hearthstone. Ciao, ciao.